Hallöchen, Freunde der Nacht. Willkommen zurück bei Mass Effect 1. So, wir wollten auf jeden Fall die ganzen Aufträge noch machen, die wir im Inventar, im Tagebuch stehen haben. Die machen wir noch. Und dann, also die sind ja schon Geschichte. Das heißt, wir haben ja eigentlich nur noch zwei. Einmal hier in das Strenus-System. Welches? Strenus-System des Pferdekopfnebel. Alles klar, Strenus-System. Pferdekopfnebel. Da gehen wir hin. Mein Uploadplan sieht im Moment wie folgt aus. Am Wochenende kommen kleine Nostalgie-Spielchen, wie jetzt im Moment Spyro. Danach kommt in der Woche dreimal ein Spiel, was ich gerne spiele, wie zum Beispiel jetzt hier unser Mass Effect, die Trilogie. Dann kommt zweimal die Woche ein Video, was natürlich gern gesehen wird von euch allen, und das ist Rocket League. So sieht mein Uploadplan im Moment aus, so will ich das Neuer beibehalten. Nachrichteneingang. Stelle durch. Commander Shepard, mein Name ist Nassana Dantius. Ich habe einen Job für Sie. Über ungesicherte Kommunikationswege möchte ich jetzt keine Details nennen. Wenn Sie an meinem Angebot interessiert sind, kommen Sie bitte auf die Zitadelle, damit wir uns unter vier Augen unterhalten können. Ich werde in der Diplomatenlounge im Präsidium auf Sie warten. Ja, und da haben wir auch schon einen Auftrag wieder bekommen. So sieht im Moment mein Uploadplan auf jeden Fall aus. Den werde ich jetzt auch strikt beibehalten. Mit Privatleben, ich habe ja zwei Kinder, etc. Frau, zwei Kinder. Mein Vollzeitjob natürlich auch noch dazu. Ja, ich habe einen Vollzeitjob. Ist jetzt nicht so, als wenn ich jetzt hier den ganzen Tag dranhänge und zocke, weil dann hätte ich auf jeden Fall viel mehr Folgen rausbringen können. Nein. Ben Kalypse geht tatsächlich arbeiten. So, hier müssen wir scannen. Hier ist das Schiff. Deshalb versuche ich auf jeden Fall. Ja, menschlich. Das Schiff ist am Wrack. Alle Abteile sind offen und in dem Weltraum ausgesetzt, und die Fusion scheinen durch Massenbeschleunigerbeschuss anderer Raumschiffe verursacht zu werden. Das war's schon? Ist das. Hä? Das ist die Majesty? Aber sind die abgestürzt? Müssen wir jetzt. Ja, jetzt müssen wir hier landen. Genau. Deshalb sieht mein Uploadplan im Moment auch so aus. Für mehrere Spiele. Sagt mir gerne mal Bescheid. Ist gar kein Problem. Aber als erstes mache ich die Spiele zu Ende. So, wenn die kurz vorm Ende sind, schreibt mir dann gerne in die Kommentare. Oder schreibt mir auch gerne mal im Facebook. Gar kein Problem. Da findet ihr mich unter Ben Kalypse. Da könnt ihr mir dann auch gerne schreiben. Oh. Anomalie. Anomalie. Verlassenes Camp. Anomalie. Ach, hier ist das Söldnercamp. Alles klar. Da könnt ihr mir dann gerne schreiben, welche Spiele ich so spielen soll. Ich versuche die Spiele natürlich dann auch relativ zeitnah für euch zu spielen. Wenn es denn in mein Repertoire passt. So, jetzt haben wir hier ein paar Trümmer, die nehmen wir mal mit. Liegt ja auf dem Weg. Ich habe ja gesagt, das, was auf dem Weg liegt, nehmen wir mit. Gehen Sie vor. Da haben wir eine Insignie gefunden. Na komm schon. Hey. Mensch. So, die Nassana, die uns da jetzt angesprochen hat, das ist die in der Bar da hing. Diese Asari, die am Tisch saß. Die gesagt hat, ich habe jetzt keine Zeit für einen Plausch. Die will jetzt natürlich einen Plausch. Aber wie gesagt, als allererstes müssen wir hier hin. Oh. Machen wir den hier erstmal kaputt. Den. So, da haben wir schon mal wieder ein Level up. Machen wir noch einen. Hier irgendwo muss noch so ein Turm sein. Blöde Piraten.
Oh, da ist er ja. So. Zielobjekt ist geräumt. Jetzt müssen wir da nur rein. Und die Leute platt machen. Hallöchen. Hier gibt's aber viele. Die halten ganz schön viel auf. Softkill eingeleitet. Wird helfen. Ah, jetzt hab ich auch noch einen Plan, ne? Friss das! Ich mache ihn fertig! Schilde sind unten! Natürlich haben die vielleicht zwei Kugeln. Ein paar Granaten werfen. So, da ist einer umgefallen. Der ist auch weg. Schilde sind unten. Stimmt. Okay. Den haben wir jetzt auch weg. Ein paar kleine Fights hier. Wir wechseln zur Sniper. Der ist jetzt weg. Und jetzt nehmen wir mal die Pumpe. Die natürlich vollends kacke ist. Ich habe eigentlich noch nie eine Schrotflinte hier gespielt. Schilde sind unten. Effekt, wenn ich ehrlich bin. Wir holen uns mal die Dechiffrierung. Was haben wir da Schönes drin? Ja, schöne Waffen. So, Sesam Opening. Hier ist schon mal nichts. Wir müssen also nach oben. Aber immerhin. Die haben wir platt. Unser Leben regeneriert zum Glück. Wie sieht's jetzt eigentlich? Ach ja, ich habe ja hier Level-Ups, ne? 4 Schmeicheln ist oben. Ich würde gerne Einigkeit erstmal haben und den Rest kann irgendwo rein. Hier haben wir auch noch. Oh, die Raptor, die ist gut. Die nehmen wir rein. Dann haben wir hier noch die Tornado. Dann nehmen wir hier die Stiletto als Pistole rein. Dann nehmen wir hier die Waffen Assassin. Schilde sind sehr hoch. Nehmen wir die Rüstung. Perfekt. Wie sieht's bei Garrus aus? Der kann die Lancer jetzt reinnehmen. Und am... Was? Laufverlängerung kann schon rein. Ja, gut. So. Schade. Davon hat er eigentlich nichts. Hier auch nicht. Du kannst die Hurricane reinnehmen. Und die Stinger. So, wie sieht's beim Squad aus? Ja, perfekt. Wir haben jetzt auch alle ihre Level-Ups. Mittelschwere Dechiffrierung, alles klar. Dann hoffe ich, dass da hier auch gutes Zeug drin ist. Raikou, Hurricane und Avenger 3. Wollen wir mal schauen. Bei Ausrüstung. Die Raikou, ja, nicht so toll. Die Avenger. Schaden pro Sekunde geht um einen Punkt nur runter, aber ansonsten geht alles hoch, deswegen nehmen wir die jetzt rein. Und hier liegt Captain Willem. Sie haben die Leiche von Captain Willem von der MSV Majestic entdeckt. Seine schon steifen Finger hielten ein kleines Datenpack umklammert. Yep. Er ist tot. Tot. Aber immerhin können wir die Mission jetzt auch abgeben auf der Citadel. Da müssen wir nämlich auch wieder zurück. Wir haben jetzt noch einen Auftrag. Den machen wir noch.
bevor wir zur Citadel zurückgehen und uns die ganzen anderen neuen Aufträge reinballern. So. Wie sieht's eigentlich aus mit es fehlen 3000 Erfahrungspunkte. Deshalb sage ich mal so, hier diese Anomalien, verlassenes Camp, Anomalien, die braucht man nicht. Genau. Ich bin unterwegs. Oh, falscher Knopf schon wieder. Dann gehen wir jetzt zur Normandy und schauen uns den nächsten Inhalt an. Wo müssen wir als nächstes hin? Piraten. Ja, da müssen wir, die müssen wir abgeben. Da müssen wir zu Kohaku, vermisstes Forschungsteam. Und das ist die Asari-Diplomatin, das ist klar. Begeben Sie sich zum Antios-System in Hardest Gamma Cluster. Antios-System Hardest Gamma Cluster. Exodus, Argus Ro, Artemis Tor, Hardest Gamma, Antios. Aber war das nicht das System, wo auch Liera war? Ich bin mir gar nicht so sicher. Hatte ich schon wieder vergessen. So, hier war nix. Hier können wir landen. Das können wir abkunden. Okay, wir waren hier noch nicht. Gasvorkommen. Wie gesagt, die Dinger hier nehmen wir auf jeden Fall mit in den Systemen, wo wir rumlungern. Wir werden nicht alle Missionen machen, weil erst es wird viel zu lang werden, wenn wir auch die ganzen Planeten da erforschen. Wäre echt der Wahnsinn. Wir nehmen das mit, was wir hier mitnehmen können. Das ist auch schon ausreichend für Mass Effect 2, um die diversen Bonusse schon zu bekommen. Und ja, wir haben Fist umgebracht. Im zweiten Teil kommt er tatsächlich wieder, aber es wäre tatsächlich nur ein Dialog gewesen mit Fist. Deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, den Kerl da umzubringen. Beziehungsweise Rex mitzunehmen, der das dann für uns erledigt hat, weil hat nicht wirklich Auswirkungen auf Teil 2 und 3, bis auf der Dialog. Wirklich Aufträge von denen bekommen wir dann auch nicht. Anomalie, Forschungsbasis, Anomalie. Wir müssen zur Forschungsbasis und unser schwere Panzerung hat Rex schon freigeschaltet. Sehr schön. Jetzt gehen wir erstmal zur Forschungsbasis. Oh. Da ist sogar noch ein Rohstoff, den wir einsacken können. Liegt einmal auf dem Weg. Können wir also mitnehmen. Okay, liegt nicht wirklich auf dem Weg, aber was wir hier schon mal sehen, können wir ja auch mitnehmen. Zack. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier Saftiges liegen? Plutonium. Shepard, willst du etwa eine Atombombe bauen? Du bist mir vielleicht eine Marke. 3000 Erfahrungspunkte noch zu bekommen, ist zwar, es hört sich viel an, 3000 Erfahrungspunkte, aber wenn man mal so überlegt, ist das gar nicht so viel. Ach Gott, ja, ich kenne diese Mission. Wir müssen uns jetzt einmal hier im Lager umgucken. Alles verlassen. Ja klar, ist alles verlassen. Wir müssen jetzt gleich in die Mine rein. Na komm schon. Stabilisator. Noch mal ein bisschen schneller hier. Medizinkit. Bombastisch. Und als nächstes... Laut dieser Aufzeichnungen hat das Erkundungsteam eine Art Alien-Technologie ausgegraben. An der Ausgrabungsstätte lassen sich vielleicht Antworten finden. Ja, da müssen wir jetzt auch hin. Und dann haben wir das auch erledigt. Dann ist die Mission auch abgeschlossen und wir können zur Citadel zurück. Wir haben sogar erstmal die Hälfte der Zeit weg.
Jetzt sind wir jetzt eigentlich relativ schnell durch. Wir zücken schon mal unsere Waffe. Die werden wir definitiv brauchen. Aber bevor ich das mache, wir haben für die Avenger einen Stabilisierer bekommen. Gegen synthetische, ja. Waffenstabilität hier. 15%, nehmen wir rein. Definitiv. So, Rex, du brauchst auch noch ein paar bessere Waffen. Nimm dir mal die Stiletto, den Rückstoßdämpfer. Und du bist ein Pumpenspieler. Aber da haben wir nicht wirklich irgendwas. Im Petto. So, alles klar. Dann gehen wir jetzt rein. Ist jetzt heftig. Könnte wehtun hier drin. Uns erwarten nämlich Husks. Ich weiß nicht, warum ich die in der Hand habe. Na los, komm. Bleib schön hier stehen. Die halten echt viel aus. Das ist das Problem. Und ich habe eigentlich keine Lust, in diese EMP da reinzukommen. Davon habe ich schon gehört. Maschinenkultisten. Das Erkundungsteam muss eine Art Alien-Technologie ausgegraben haben, die es in hirnlose Fanatiker verwandelt hat. Ja. Was immer sie gefunden haben, ist schon seit langem nicht mehr hier. Jesus. Haben die Schilde verloren? Ja, wir haben Schilde verloren. Ich brauche den Overkill. Oh mein. Und wen schießt du da? Damit ist der Verbleib des gesamten Exogeny-Forschungsteams geklärt. Sie wurden mithilfe von Vorrichtungen, die jenen auf Eden Prime sehr ähnlich sind, in kybernetische Husks transformiert. Wie es dazu kam, dass die Vorrichtungen einer so weit von Gate-Gebiet entlegenen Welt begraben wurde, bleibt ein Rätsel. Ja, ein Rätsel, das es zu lösen gibt. Aber als erstes Waffen. Da sind diese Spitzen. Aber was ich mich jetzt eher frage, die mussten von den Geht an diese Spitzen da dran gemacht werden, damit die sich transformieren. Die haben sich doch nicht selber da dran aufgehangen, oder? Das wäre ja schon ziemlich hart. Ich wüsste was Besseres, als mir so eine riesen Spitze da durch den Bauch jagen zu lassen. Wenn ich ehrlich bin. Waffen kriegt man auch wieder genug. Da wir jetzt ein einigermaßen hohes Level haben, ist nämlich auch der Vorteil, dass wir tatsächlich gute Waffen bekommen. Firestorm zum Beispiel, die ist gut. Ja, das war's auch schon. Ja, man bekommt mittlerweile schon bessere Ausrüstung. Da haben wir sogar die Thunder. Die Präzisionseinstufung ist aber miserabel, deswegen belassen wir es einfach dabei. Einfache Dechiffrierung. Habe ich gar nicht gesehen. Die Acrylizer. Hier haben wir Präzisionsgewehr Avenger. Die Acrylizer ist viel, viel stärker. Die hat richtig Wumms drin. Dann haben wir hier sogar den Predator. Den ziehen wir uns auch direkt an. Schadensschutz, Schilde. Hohe Schilde sind immer ein Muss. So, du kannst die Thunder von mir aus nehmen. Dann nimmst du hier die Hurricane, weil die richtig Damage macht.
Und dann kannst du von mir aus hier die Avenger nehmen, auch wenn du das eigentlich gar nicht brauchst. Die Polaris als Bio-Verstärker. Du nimmst auch die Avenger 3. Die Stinger 5. Hier, Tornado kannst du reinknallen. Und das. Perfekt. Die sind jetzt auch gut ausgerüstet. Und dann geht's auch schon weiter. Jetzt kommen wir zur Citadel. Können die Aufträge abgeben. Und können auch den Fan nochmal besuchen. Der Fan, der kommt mit jeder Hauptmission, kommt er auf der Citadel und will irgendein Mist will er auf jeden Fall von dir. Ein Autogramm, ein Video, Ratschläge, dies, das, jenes, Ananas. Nasse Hose mit Ananas. So allen möglichen Kram will der. So. Perfekt. Wir haben diese Missionen abgeschlossen. Pion, pion. Auf zur Citadel. Zack. Und in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall Rex Rüstung besorgen. Damit wir den auf Burmeier auch direkt retten können. Denn das ist das Einzige, was im Nachhinein nachher frei ist, wenn wir noch eine Hauptmission gemacht haben, ist nämlich nur Rörmeier verfügbar. Deshalb wollte ich auf jeden Fall Rex seine Rüstung noch so schnell wie möglich besorgen. Es kommen auch noch andere Missionen dazu, wie, wenn mich nicht alles täuscht, irgend so ein Meteorit, den wir aufhalten müssen. Definitiv. Irgend so ein Asteroid. Ah, was mache ich denn? Bin ich bekloppt oder was? Komm, geh raus aus dem Loch, Mensch. So. Dann gehen wir mal an Land. Naja, mehr oder weniger Land, ne? Ist ja eher ein Raumschiff. Joker Boker. Wen nehmen wir mit? Wir nehmen hier mit. Warum haben wir jetzt Liara mitgenommen? Ja, Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ach nee, ja, ich wusste es. Jetzt geht's los. Der quatscht uns jetzt erstmal voll. So. Rear Admiral Mikhailovich, 5. Flotte. Wir haben Sie nicht erwartet, Sir. Ich hätte sonst eine formellere Begrüßung angesetzt. Sparen Sie sich die Nettigkeiten. Ich habe das Kommando über die 63. Speyer-Flottille. Nach dem Testflug sollten Sie und die Normandy mir unterstehen. Dann streckte der Rat seine Hände. Klauen, Tentakeln, was auch immer. Sie streckten sie nach unserem Schiff aus. Und nach Ihnen. Ich diene immer noch der Allianz, Sir. Und als Spectre kann ich unsere Interessen beim Rat vorantreiben. Sie wissen aber schon noch, welche Farbe Ihr Blut hat, oder, Shepard? Ich missbillige die Entscheidung der Politiker nicht unbedingt, Sie dem Rat zuzuweisen. Es ist eine Chance. Ich missbillige allerdings dieses überladene Stück Blech. Hey. Die Normandy ist ein gutes Schiff, Sir. Bisher hat sie uns treue Dienste geleistet. Sie ist eine Spielerei, Commander. In einem Kampf um Leben und Tod ist sie nutzlos. Dieses Experiment hat unser Haushaltsbudget Milliarden gekostet. Für das gleiche Geld hätten wir einen schweren Kreuzer bekommen können. Aber nein, wir mussten ja nett zu den Turianern sein und ein Heidengeld für einen gemeinschaftlich erbauten Schrotthaufen rauswerfen. Ich bin wegen einer Inspektion hier, Commander. Die Normandy ist ein Kriegsschiff der Allianz. Ich erwarte, sie in Topform zu sehen. Wir würden uns geehrt fühlen, sie Ihnen zu zeigen, Admiral. Da bin ich mir sicher. Boah, ist der Typ pissig. Es wird nicht lange dauern. Direkt einer aufs Maul hauen. Commander, ich bin nicht besonders glücklich. Tut mir leid zu hören, Sir. Wer hat diese Operationszentrale entworfen? Den Commander Achtern von allen anderen zu platzieren, ist absolut ineffizient. Was passiert denn, wenn er etwas mit den Crewmitgliedern am Bug besprechen muss? Modifiziertes turianisches Design. Sie bevorzugen es, wenn Ihre Commander Ihre Untergebenen beaufsichtigen, statt in Ihrer Mitte zu fungieren. Wir wollten abwarten, wie effektiv Sie mit einer solchen Anordnung kommandieren können. Durchaus nachvollziehbar. Aber das hätte man auch in einem Labor herausfinden können, statt auf einem Kriegsschiff in vorderster Linie. Ich habe mich sehr über Ihren Antriebskern gewundert.
120 Milliarden Credits Element Zero, nur um dieses Ding ungesehen in Bewegung zu setzen. Sie können sich sicher vorstellen, dass man mit dem Geld Antriebskerne für 12.000 Jäger hätte herstellen können. Was für einen Sinn hat es überhaupt, sich für ein paar Stunden zu verstecken? Nutzlos. Wir können uns in ein feindliches System schleichen und den Verkehr beobachten oder Infiltrationsteams auf feindlichen Welten absetzen. Die Normandy ist um Längen effizienter als ein salarianisches STG. Vielleicht. Aber das sind auch nicht die Aufgaben eines Kriegsschiffs. Unsere Aufgabe ist es, die feindliche Flotte zu finden und zu eliminieren und nicht nachzuzählen, wie oft ihre Garnison ins Bad muss. Wir müssen auch über ihre Crew sprechen, Commander. Krogana? Azari? Turiana? Was denken Sie sich eigentlich, Commander? Sie können doch Aliens keinen freien Zugang zu Allianzausrüstungen gewähren. Boah, ist der Typ rassistisch. Wir haben neben Saren und den Geth noch genug Feinde da draußen. Wer anderen Spezies mit Argwohn und Misstrauen begegnet, gewinnt sicher keine Herzen für sich. Das würde voraussetzen, dass jene Herzen es wert sind, sie zu gewinnen. Und das muss noch bewiesen werden. Haben Sie sonst noch was zu sagen, Commander? Eine andere Rechtfertigung für den Zustand dieses Schiffes vielleicht? Ich halte die Normandy für ein gutes Schiff, Sir. Selbst wenn Sie anderer Meinung sind, müssen Sie zugeben, dass Ihr gemeinschaftlicher Bau und die gemischtrassige Crew die Allianz besser aussehen lassen. Es ist Ihr Job, gut auszusehen, Commander. Die Allianzflotte hat Kriege zu gewinnen. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass die Normandy keine Verschwendung von Steuergeldern ist. Aber ich bin jetzt überzeugt, dass Sie das anders sehen und dass Sie sie bestmöglich einsetzen. Ich werde dem Militärstab des Rats einen Bericht schicken, der positiver ausfallen wird, als ich es geplant hatte. Gut gemacht, Commander Shepard. Wir sind stolz auf Sie. Hat sich nicht so angehört. Also ehrlich. Boah, 695 XP dafür. Allianzvertreter haben einen gefährlichen Kult, der vom früheren Allianzoffizier Major Kyle angeführt wurde, zerschlagen. Major Kyle ergab sich und ist nun wegen seiner ernsten posttraumatischen Stresssyndrome in Behandlung. Und es gab keine Verletzten. So, jetzt kommt noch ein Interview. Aha, wieso? Commander Shepard? Kalisa Benzinan Al-Jilani, Westerland News. Würden Sie unseren Zuschauern ein paar Fragen beantworten? Was möchten Sie wissen? Sie haben die einmalige Gelegenheit erhalten, unsere Rasse zu repräsentieren. Die Leute würden gern wissen, wie Sie das machen. Die Menschen versuchen seit 26 Jahren, sich den Respekt der galaktischen Gemeinschaft zu verschaffen. Wie fühlen Sie sich vor diesem Hintergrund, der erste menschliche Spectre zu sein? Die Spectres repräsentieren das Beste jeder Spezies dieser Galaxis. Gefragt zu werden, ob man dazugehören möchte, ist eine Ehre. Einige Stimmen behaupten, dass die Zitadelle die Menschen mit ihrer Ernennung nur beschwichtigen wollte. Hat es Situationen gegeben, wo die Zitadelle von ihnen verlangte, ihre Bedürfnisse über die der Erde zu stellen? Der Rat kümmert sich um die Angelegenheiten der gesamten galaktischen Gemeinschaft und wir sind jetzt Teil dieser Gemeinschaft. Unsere Bedürfnisse stehen auf ihrer Agenda, aber wir sind auch nur eine Rasse von vielen. Sie glauben das wirklich, nicht wahr? Für Ihre Missionen haben Sie das Kommando über ein modernes Menschenschlachtschiff erhalten. Möchten Sie dazu etwas sagen? Eigentlich wurde die Normandy von menschlichen und turianischen Ingenieuren gemeinschaftlich entwickelt. Ihr Design vereint viele Innovationen, die aber leider alle streng geheim sind. Also haben die Turianer Kenntnisse über die Normandy, die vor der Allianz Öffentlichkeit geheim gehalten werden. Halten Sie es für angebracht, dass das modernste Schiff der Erde der Zitadelle übergeben wurde? Mir war nicht klar, dass sie jemandem übergeben wurde. Ich habe das Kommando und das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, war ich ein Mensch. Das gleiche gilt für meine Crew. Ein Mensch, richtig. Aber jetzt arbeiten Sie für die Zitadelle, Commander. Eine letzte Frage, Commander. Gerüchten in der Heimat zufolge sind Sie einem abtrünnigen Spectre namens Saren auf der Spur. Können Sie dazu einen Kommentar abgeben? Nein, das Interview ist beendet. Sie haben offensichtlich Ihr Vorurteil schon gefällt. Ich werde es nicht bestätigen. Entschuldigung. Sie können nicht einfach weggehen, Commander. Die Öffentlichkeit hat ein Recht, das zu wissen. Stimmt es denn nicht, dass Sie für den Rat nur ein Lockvogel sind? Ah, genau, geh weg. Du hast hier nichts zu suchen. So, meine lieben Freunde der Nacht. Wir müssen uns hier auf jeden Fall jetzt erstmal genug umgucken.
Die zwei wichtigsten Interviews haben wir schon mal weg. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Mensch, mal zu dem Fahrstuhl, zu den Warts? Was sind denn Warts? Ich muss irgendwo anders hin. Erstmal zum Turm. Zum Präsidium. In einem Bericht, den wir später senden werden, untersucht Emily Wong die Korruption auf der Zitadelle und enttarnt ein ausgewachsenes Verbrechersyndikat. Ah ja. Ah, Emily Wong, das ist ja... Ach so, die hat ja die ganzen Informationen bekommen. Stimmt ja. Wir haben da ja heimlich Informationen zugesteckt. Aber wir wollten jetzt erstmal zu dieser Nasana. Was war denn mit dir jetzt los? Nee, nee, nee. Auf geht's, Nasana. Was möchtest du von mir haben? Wie sieht's denn hier aus? Ist hier wieder irgendein Computer, den man anquatschen kann? Für irgendwelche Missionen? Nein? Okay, alles klar, dann gehen wir weiter. Lehrer bleibt vor der Tür stehen, okay. Hausverbot? Ja, wieso nicht? Was für ein seltsamer Ort. Wenn nur ein paar mehr Menschen hier wären. Wir sind genug Menschen. Nasana. Commander Shepard, ich bin Nasana Dantius. Wie ich sehe, haben Sie meine Nachricht erhalten. Es klang, als bräuchten Sie Hilfe. Ja. Meine Schwester Dahlia ist auf einem Frachtschiff stationiert, das jenseits des Randes der Traverse operiert. Ihr Schiff wurde angegriffen und es gibt keine Berichte über Überlebende. Das tut mir aufrichtig leid. Und da wird die Sache kompliziert. Letzte Woche erhielt ich eine Nachricht mit ihrer Stimme. Dahlia ist am Leben. Der Rest der Mannschaft wurde getötet. Aber sie hat man gefangen genommen. Die Sklavenhändler verlangen ein immenses Lösegeld von mir, wenn ich sie wohlbehalten zurückhaben möchte. Warum wurde Dahlia nicht wie alle anderen getötet? Meine Schwester hat ihnen bestimmt gesagt, wer sie ist. Meine Familie ist sehr reich, Shepard. Ihnen ist bestimmt klar geworden, dass sie lebendig mehr wert ist. Dahlias Sicherheit können sie wohl am besten gewährleisten, wenn sie das Lösegeld zahlen. Das habe ich auch gedacht. Ich habe getan, was sie wollten, und das Geld auf das angegebene Konto überwiesen. Aber sie haben sie nicht freigelassen. Sie haben sich seitdem nicht mal mehr gemeldet. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht, Shepard. Ich bin eine diplomatische Abgesandte und gesetzlich verpflichtet, jede versuchte Erpressung sofort der Zitadellsicherheit zu melden. Aber ich hatte solche Angst um Dahlia, dass ich das Lösegeld stillschweigend bezahlt habe. Jetzt wird sie immer noch vermisst. Und wenn jemand herausfindet, was ich getan habe, könnte ich ins Gefängnis kommen. Sie wollen, dass ich sie finde und zurückbringe. Sie müssen sie nur zurückbringen. Ich habe sie bereits für sie gefunden. Ich habe das Lösegeld über mehrere Konten nachverfolgt. Letztendlich führte es mich zu einer kleinen Söldnergruppe, die vom Artemis-Tau-Cluster aus operiert. Ich möchte, dass sie zu der Söldnerbasis fliegen, die Söldner ausschalten und meine Schwester zurückbringen. Ich werde sie reich belohnen. Können Sie mir sonst noch was sagen über die Söldner, die Ihre Schwester entführt haben? Im Prinzip das, was man erwarten würde. Derbe, gefährlich und gut bewaffnet. Also nichts, womit ein Spectre nicht fertig wird. Können Sie niemand anderen dafür anheuern? Ich will nicht mit dem Leben meiner Schwester spielen. Ich brauche einen Spectre. Außerdem operieren sie außerhalb der offiziellen Kanäle. Meine Vorgesetzten dürfen nicht erfahren, dass ich das Lösegeld bezahlt habe. Wie haben Sie herausgefunden, wer dahinter steckt? Ich habe meine Quellen. Kontakte und Credits können lange Wege zurücklegen. Besonders wenn man gewillt ist, die Regeln zu verbiegen. Ich habe das Gesetz bereits gebrochen, als ich das Lösegeld zahlte. Die Sache kann nicht mehr schlimmer werden. Behalten Sie Ihre Belohnung. Ich werde Ihre Schwester zurückbringen. Versprochen. Danke, Shepard. Ich wusste, dass Sie der Richtige für diesen Job sind. Kommen Sie bitte wieder her, wenn Sie den Job erledigt haben. Ja, können wir tun. So. Auf geht's. Haben wir hier noch irgendwas, bevor ich jetzt hier einfach, Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Ein Kodex-Eintrag. Ein wirklich toller Ort. Was haben wir denn jetzt hier für einen Code? Achso, das ist ein normaler Kodex-Eintrag gewesen. Asari-Diplomatin. Das sind die Asari-Schriften. Freundlich begrüßen. Ja, gut. Menschen-Commander. Das wäre es auf jeden Fall jetzt erstmal. In der nächsten Folge müssen wir noch die restlichen Missionen abgeben und uns genau umgucken, um neue Missionen anzunehmen. Ich verabschiede mich hier auf dem Präsidium der Citadel erstmal als erstes.
Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein kostenloses Abo da und das Däumchen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Euer Ben Kalypse. Ciao, ciao.